Es bewegt mich anzusehen, wie dankbar die Menschen sind, die hierher kommen, um ihr Abendessen abzuholen. Meistens sind es Frauen, die ihre Männer verloren haben und auf jede noch so kleine Wohltat angewiesen sind. Am Abend nimmt Fatima mich mit in das Labyrinth der Gassen. Das sind Kinder, die Fußball spielen. Ich bin fasziniert, wie genau die blinde Frau die Stimmen von Marrakesch erkennt. Hör mal. Was ist da? Da läuft ein marokkanischer Film. Und jetzt sind wir an der Moschee. Wo gehen wir jetzt hin? In die Medina. Für mich sehen alle Straßen gleich aus. Gut, dass ich dich bei mir habe. Ich helfe dir schon. Gott sei Dank. Da sind noch Läden. Hörst du die Musik? Können wir da vielleicht hingehen? Sharifa ist einer der schönsten Riads von ganz Marrakesch. Er ist Café, Kulturzentrum, Bibliothek. Entschuldigung, woher kommen die Musikerinnen? Von hier, aus Marrakesch. Ist es eine Familie, Nachbarn oder Freunde? So genau weiß ich das auch nicht. Wieder eine neue Bekanntschaft. Ibtissam Ben Abdallah ist die Ehefrau des Besitzers. Ihre Tochter heißt Sarah, wie ich. Für sie ist morgen ein großer Tag. Es ist der Eid, der Tag, an dem der Überlieferung nach der Koran vom Himmel fiel. Sarahs Vater, Abdelatif, lädt mich ein, den morgigen Abend in seiner Familie zu verbringen. Nächsten Morgen gehen Ibtissam und die kleine Sarah einkaufen. Ich treffe sie auf dem Basar der jüdischen Juweliere. Der Eid, drei Tage vor dem Ende des Ramadan, ist das Fest der Kinder, vergleichbar mit Heiligabend bei uns. Sarah darf sich deshalb ein Geschenk aussuchen. Ein Ring aus Silber muss es sein. Sarah hat in diesem Jahr zum ersten Mal das Fasten mitgemacht. Der Silberring ist die traditionelle Belohnung dafür. Der Ring ist auch ein Zeichen dafür, dass sie nun, nach marokkanischem Verständnis, einem Mann versprochen werden kann.
Beim Fastenbrechen, dem Ftur, darf Sarah als Erste trinken und essen. Milch und Datteln. Die Milch symbolisiert Reinheit und dass sie nun zur Mutterschaft fähig wäre. Die Datteln sind zart wie das Alter, in dem sie sich befindet. Der Eid ist ein Fest der Familie. Einige von Abdelatifs 8 Brüdern sind gekommen und haben ihre Frauen und Kinder mitgebracht. Dazu 2 Schwestern von Ibtisam. Ganz schön viel Arbeit, nicht? Ja, kann man wohl sagen. Ich liebe es ja, so zu kochen mit ganz einfachen Zutaten. Das kann jeder. Man braucht nur Geduld. Wie bei dieser Pastilla. Eine Pastilla mit Tauben. Kann man auch anderes Fleisch dafür nehmen? Ja, Huhn oder auch Fisch. Du kannst gerne mithelfen, Sarah. Das hier ist eine Mischung aus Öl und Butter. Das Öl, damit es nicht anbrennt, und die Butter für den Geschmack, oder? Das sieht schon jetzt lecker aus. Als Festessen gibt es eine Pastilla. Eine Schicht Fleisch, dann Ei, schließlich Mandelmus. Alles getrennt durch hauchdünne Fladen. Vor der Pastilla gibt es Couscous mit gedämpftem Gemüse. Männer und Frauen sitzen an getrennten Tischen. Wir Frauen essen à la Marocaine, also mit den Händen. Das ist gar nicht so einfach. Tage später. Am frühen Morgen verkünden Bläser von den Türmen der Stadt das Ende des Ramadan. Aus allen Ecken der Stadt strömen die Gläubigen auf die Plätze von Marrakesch, um Allah zu danken. Alhamdulillah, 30 Tage Fasten sind vorbei.